Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Freunde, heute ist wirklich ein ganz großartiger Tag für die Linke. Vor einem Jahr hätte uns das niemand zugetraut, dass wir mit so einem guten Ergebnis hier in den Bundestag einziehen. Ab morgen, im neuen Bundestag, gibt es wieder eine Fraktion, die 100% sozial, die 100% friedlich ist, die 100% demokratische Politik macht. Das ist die Linke. Und wir haben es all denjenigen gezeigt, die gehofft haben, dass sich die Linke erledigt. Und es war gut, dass wir zusammengehalten haben. Es war super, dass wir das Trennende beiseite geschoben haben. Und ich finde, genau diesen Kurs sollten wir weiterfahren. Wir haben uns etabliert und wir haben deutlich gemacht, wir sind die Whistleblower im Deutschen Bundestag. Und ich finde, dieses Land braucht Whistleblower, braucht eine Fraktion, die 100% sozial ist. Und heute ist ein Tag für uns zu feiern. Aber auch ein Tag, um ein riesengroßes Dankeschön zu sagen. Ein Dankeschön an all diejenigen, die mit uns Tag und Nacht bei Regen, bei Sonnenschein jetzt für dieses gute Ergebnis gekämpft haben. Ein Dank an all ehrenamtliche Mithelfer, aber auch ein Dank an all die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit uns gemeinsam dieses Ergebnis erkämpft haben. Und natürlich ein Riesendankeschön an all unsere Kandidaten und Kandidatinnen. Das war super, das hat Spaß gemacht und das Ergebnis zeigt, es lohnt sich zu kämpfen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich bin begeistert. Wer hätte vor wenigen Monaten gedacht, dass wir uns mit den Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern? Und vielleicht sogar die Chance haben, als drittstärkste Partei in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Viele haben uns abgeschrieben, aber ich finde, wir haben einen phänomenal motivierenden Wahlkampf gemacht, sind als Partei sehr geschlossen aufgetreten, viel geschlossener als die anderen Parteien. Und ich finde, wir haben dieses Ergebnis mindestens verdient. Es ist so wichtig im Deutschen Bundestag, dass es eine Partei gibt, die konsequent Nein zu Angriffskriegen und Auslandseinsätzen sagt. Es ist so wichtig im Deutschen Bundestag, dass wir eine Partei haben, die konsequent die Interessen der Beschäftigten, der Rentnerinnen und der Erwerbslosen vertritt, und zwar ohne Wenn und Aber. Und es ist so wichtig im Deutschen Bundestag, dass es eine Partei gibt, die den Mut hat, sich mit den Reichen und Vermögenden anzulegen und für Verteilungsgerechtigkeit eintritt. Und es ist auch wichtig, dass es eine Partei gibt, die wirklich demokratisch denkt und sich nicht dem Diktat der Finanzmärkte unterordnet. Und es ist so wichtig, dass es eine Partei gibt, die den Sozialen mit dem Ökologischen verbindet und das Soziale nicht auf der Strecke bleibt. Wir sind erleichtert und wir sind froh, dass wir wieder mit einer starken Bundestagsfraktion reinkommen. Jetzt geht es darum, ganz konsequent linke Politik zu machen, die Partei weiter auf- und auszubauen und dafür zu sorgen, dass linke Politik in dieser Republik nicht mehr wegdenkbar ist.